Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, beim letzten Mal haben wir natürlich uns hier um die Agrarwirtschaft auch gekümmert. Ich hoffe, dass das jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich befürchte aber fast nein, dass wir da mit Sicherheit noch ein paar Fahrzeuge kaufen müssten. Das sollten wir vielleicht auch mal tun. Wahrscheinlich das hier, ja, für Rubel, das ist für Dollar. Wir gucken mal, was wir für Dollar holen können. Abgedeckt, was kann der denn? Pflanzen, Traktor, Aussaat, Geschwindigkeit. Wenn man das nicht... Ist der schon voll hier? Der scheint schon voll zu sein. Okay, das haben wir schon voll. Zugeordnete Felder. Okay, Nutzfahrzeuge, Fahrzeuge, okay, das passt eigentlich. Sollte gehen, lass mal laufen. Gucken, was passiert, weil wir haben hier so viel Zeugs drauf. Guck mal, ne, das ist ja, hier wird jetzt wieder bearbeitet, außer ziemlich staubig das Ganze. Und hier auch. Geerntetes Getreide zum Transport bereit. 63 Tonnen. Mal gucken, was passiert. Man fährt hier hin. Was er macht, der fährt jetzt da lang. Bin gespannt, was er macht. Ah, und jetzt holt er. Sehr gut. Er holt. Aber jede Menge Zeugs drauf auf den Feldern. Das ist gut. Damit können wir jetzt vielleicht endlich mal ein bisschen Essen produzieren. Ich hoffe zumindest. Essen, ja, 0,7225. Ja, kommt langsam. Ist okay. Langsam produzieren wir Essen. Wir brauchen dringend das Essen. Weil sonst werden unsere Leute ziemlich unzufrieden, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Shopping Center, Kühlspeicher, Fleisch haben wir noch gar nicht. No data available. Gebäude ist ohne Stromversorgung. Oha, das ist natürlich nicht gut. Müssen wir gleich mal ran. Konstruktion, ne? Bäume und Zubehör, nein, wir brauchen Strom. Was brauchen wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wir haben hier Mittelspannungen. Mittelspannleitungen und ein Umspannwerk. Wollen wir ganz kurz rauszoomen. Ein bisschen viel jetzt. Ich kann nicht erkennen, wo die Straße endet. Das ist ein bisschen doof. Geht das? Ja, das müsste gehen. So, damit haben wir das. Jetzt brauchen wir die Leitungen. Können wir die noch mit dran klemmen? Nein. Das ist natürlich mal ganz kurz gucken, wie wir das am allerschlauesten regeln. Weil das Ding hier wird ja, glaube ich, produziert ja nicht, ne? Muss mal kurz gucken. Doch, die produzieren. Das heißt, wir könnten es ja theoretisch mit anschließen. Schauen wir mal. Liebe Freunde, eine Bitte an euch. Sagt mir doch bitte mal, ob das mit der mit dem Leistungstransformator mit der Musik jetzt okay ist. Würde mich echt mal interessieren. Weil ich kann das so schlecht einschätzen. Mittelspannleitungen. Sagt mir einfach mal, ob das passt von der Lautstärke her, vom Sound. Wäre echt super. Wäre eine super Sache. Mittelspannung Schalter. Könnten wir da ran. Dann könnten wir da rum. Dann müssten wir wirklich hier einen riesen Aufwand betreiben, um das zu verlegen. Das gefällt mir gerade gar nicht. Da könnten wir das auch noch. Dann müssten wir da rüber. Dann machen wir auch noch mal einen hier ran. Mittelspannleitungen. War nicht angeklemmt oder was? Aber irgendwie nicht so noch. War okay. Auch nicht. Warte mal. Umspannwerk. Da geht's raus. Wir müssen wahrscheinlich auf ein wirklich auf ein Umspannwerk ran. Oh ne, das ist ja Blödsinn. Leistungstransformator vielleicht sogar. Nochmal setzen. Und das klappt. Ist hier nicht zugebaut, wenn er mich fragt. Leistungstransformator. Jetzt nochmal hin.
investieren momentan sehr viel aus Rubel. Wir müssen mal da echt wirklich was machen. Wir nehmen auch die gute Asphaltstraße. Kommen wir hier ran. Nicht wirklich, ne? Was ist denn das hier? Weg. Mal so. Also geht das. Voll die Kreuzung hier. Schon heftig. Kriegen wir dich hier durch? Nein. Schade. Ich würde gerne hier rumgehen. Gut. Sei es wie sei. Hochspannung, Mittelspannung will ich haben. Oh, da kommen wir nicht ran. Das heißt, da brauchen wir einen Schalter. Da kommt, das bringt aber nichts. Es ist immer so ein bisschen Leistungstransformator, den haben wir gerade gebaut. Den brauchen wir nicht. Kriegt die nicht weg da. Umspannwerk würde gehen. Kriegt die da nicht raus. Oder kann ich die einfach da ransetzen? Ich weiß es nicht. Ich sehe es auch gerade nicht. Das ist das nächste Problem. Ich sehe gerade keinen Anschluss frei. Das ist natürlich doof. Weil hier alles dran ist. Aber nicht so, wie es sein soll. Das ist doof. Das lassen wir mal so stehen. Das gefällt mir gerade gar nicht. Dazu sind wir irgendwo... Hier oben haben wir noch was. Wir müssen noch mal umbauen. Irgendwie. Vielleicht müssen wir wirklich noch mal... irgendwo ein Zwischending legen. Dann hier rüber irgendwie. Hier in der Botanik. Hochspannungsleitungen, Pipelines, das wäre auch mal eine geile Sache. Mittelspannungsschalter. Da ist nichts. Guck mal gerade, wie wir das legen. Das könnten wir machen. Dann kommen wir aber nicht so ran. Vielleicht hier so. Das Endstück. Das Gebäude kann aufgrund der Infrastruktur nicht gebaut werden. Natürlich gehst du. Komm. Jetzt halt Spiel safen. Nicht schön, aber selten. Gucken wir mal. Strom drauf. Ja, Strom kommt. Na gut, jetzt werden wir das mal ganz normal ein bisschen umlegen. So, Mittelspannleitungen. Bevölkerung, ja. Durchschnittsalter 17,72, Arbeitslose 9. Das ist eine gute Quote. Das ist eine richtig gute Quote, wie ich finde. So, Mittelspannleitungen. Die werden wir jetzt mal hier legen, dann gehen wir hier rum. Wir werden hier einfach mal ein bisschen Mittelspannungsschalter. Einfach mal ein bisschen was machen. Damit wir das Ganze auch mal ein bisschen verteilen. Können nicht zwei verschiedene Leitungen angeschlossen werden? Okay. Sind das die richtigen? Ja, das sind die richtigen. Auch du müsstest Strom haben? Ja, der wird verteilt. Sehr gut, Strom kommt. Das heißt, in der Gegend hier hätten wir dann auch nochmal Strom. Das heißt, wir können hier auch mal Gas geben. Und schon mal eine Straße ziehen. Und hier eventuell dann schon mal dafür sorgen, dass wir hier noch was hinbauen. Können wir das hier schön machen? Dann war. Hier einfach mal so ein bisschen Landbetrieb bauen. Ja. Ja, komm. Passt, wackelt und hat Luft. So, Straße, neues Gebiet gezogen. Dann brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal für Strom, Energie, ein Umspannwerk, damit wir hier auch Strom bekommen. Damit die auch hier gut angeschlossen werden, Umspannwerk. Ja, die haben glaube ich hier keinen Strom, ne? Haben wir hier Strom? Fragezeichen.
Ja, die haben Strom. Das ist okay. Spannend. Ja, trotzdem bauen wir hier eins ran. Ganz einfach. Damit es hier auch gut verteilt wird. So, Hochspannungsschalter. So, jetzt fängt er auch noch an zu singen hier. Mit Sicherheit nicht. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Kino, Small Shopping Center, kleines Geschäft, Lebensmittel, Kneipe, Tennisplatz. Rundfunk, Feuerwache, Überwachungsstation, Krankenhaus, Fernsehsender, City Hall, Car Dealer. Car Dealer, schau an. Wir haben sogar die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass wir, wenn wir das so haben, geht das auch? Das sieht ja doof aus, ne? Das ist so, glaube ich, besser, wenn wir das so hinpacken. Eine Busplattform hinzubauen. Sogar unsere eigenen Autos zu bauen. Finde ich ganz cool. Lager- und Warenhaus, Nahrungs- und Erntebezogen, Essen und Alkohol, Brennerei, Kneipe, haben wir noch nicht gebaut. Bitumen, Ausrüstung für Bürger, Bildung, Medizinische Uni, Technische Uni, Hauptquartier der Kommunistischen Partei, Alter. Wohnheim an der Universität, Schule, ja, Bildung wäre auch so ein Ding, ne, was wir machen sollten. Fußgängerwege. Zack, können wir da hin. Wenn wir jetzt hier aufziehen, neues Gebiet ziehen. Mit Schule. Habe ich mir so überlegt. Verkehrt, verklickt. Warte mal. Wir machen jetzt mal, hier machen wir es mal richtig jetzt. Mal wirklich von Anfang an richtig. Erstmal bauen wir ein paar kleine Wohnungen hier hin. So, das drehen wir mal. Ah, wirklich. Oh, sind ja auch gleich mit Strom versorgt. Das an Rubel kostet. Wir müssen zusehen, dass wir Kies an Land kriegen. Das passt auch. Das ist immer eine kleine Siedlung hier. Sieht nicht so besonders toll aus jetzt. Aber das kriegen wir auch noch gebacken. Dann werden wir jetzt hier eine Straße langziehen. An einer Infrastruktur ist im Weg. Das ist nicht gut. Weil. Passt. Zu sehr bergab. Ja, wir müssen es ja hier ein bisschen schön machen. Bahnübergang nicht erlaubt. Ich habe gar keinen Bahnübergang gebaut, aber ist egal, ne? Ist egal. Denken wir hier, wir bauen einen Bahnübergang, aber hier ist kein Bahnübergang. Ich glaube, das geht sogar. Bauen wir das da rein. Geht da halt da so lang. Was soll's? Dann ziehen wir dich gerade. Das geht nicht. Zu sehr bergab. Das geht auch nicht. Zu großes Gefälle. Das geht aber. So. Ist nicht gerade besonders gerade. Und irgendwie blocktechnisch auch nicht so ganz, aber egal. So. Dann jetzt sehen wir zu, dass wir hier noch mehr bauen. Und zwar bauen wir jetzt eine medizinische Uni, technische Uni, Hauptquartier, Herbergen, Wohnheime. Ich weiß nicht, eine normale Schule sehe ich hier nicht, ne? Holzfäller, Säge, Kleider, Elektronik, normale Konstruktionsbüro, Kiesgrube, Betonwerk. Zementsilo, Asphaltanlage, Freilager, Plattform, Terminals. Ah, wir können doch so viel bauen. Wir können auch ein paar, das mal ganz mal ein bisschen hübsch machen. Dann will ich hier einfach mal so ein Sowjet-Emblem reinsetzen, wenn es geht. Geht das? Das ist zu groß. Das müsste gehen, ja. Komm schon. Das wollen wir doch hier. Passt der nicht rein? Unglaublich.
Dann bauen wir es hier hin. Wenn möglich. Das ist doof. Ja, dann bauen wir es hier hin. An der Ecke. Zack. Und dann bauen wir ein paar Pflänzchen hin. Die wachsen dann mit der Zeit. Ja. Dass das Ganze mal ein bisschen hübsch ausschaut. Hoffe ich doch zumindest. Bin gespannt, wie schnell die hier wachsen. Ein paar Akazien. So. Zack. So, ist schön. Ein paar Plätze hier bauen. Ich hoffe mal, dass die gut aussehen. Kiefern könnten wir auch noch zwischensetzen. Einfach mal ein bisschen gucken, wo Platz ist. Also wenn die natürlich zu groß wären, wäre es toll. Pappel, Buche, Lenin-Statue, Kiefer, Buchse. Was immer auch eine Buchse ist, keine Ahnung. Meinen die vielleicht Büsche? Keine Ahnung. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. So, die ersten Häuser stehen. Eine Busplattform gibt es hier auch. Das ist gut. Schauen wir mal, was wir hier noch brauchen unbedingt. Wohngebäude haben wir. Ausrüstung für Bürger. Einen Lebensmittelmarkt. Halte ich für ultra wichtig, dass wir den hier ranbekommen. Damit die Leute versorgt werden. Lebensmittelmarkt. Muss auch angefahren werden. Kleines Geschäft. Sollten wir vielleicht auch hier so hier hinten so mit reinbauen. Ja. Dass das angefahren wird. Shopping Center. Halt auch ein bisschen was fürs Allgemeine, ne? Also sprich, dass es denen hier auch mal ein bisschen Spaß haben. Fußballplatz kriegen sie ja auch noch. Dann können sie kicken. Aber direkt neben dem Dingsbums. Die Kneipe? Ja klar, komm. Ihr wollt ja auch bestimmt versaufen. So. Kneipe direkt neben Lenin. Der Statue, warum nicht? Auch wenn wir noch kein Zeugs haben. Kein Schnaps, den haben wir noch nicht. Rundfunkhaus, Feuerwache. Die bauen wir hier auch mit hin. Und zwar aus dem Grunde, damit wir auch zur Not, können wir die da reinsetzen, das wäre toll. So als Ende, so. Das geht leider nicht, dann müssen wir das mal wegruppen. Damit wir da auch ganz einfach zur Not hier das Ganze auch safen können. Feuerwache. Ja, du kommst. Ja, wie geht's? Macht sich optisch, glaube ich, ganz gut. Verschmutzung, Krankenhaus, Fernsehsenderhaus, Car-Dealer, City Hall, Accounting Office. Ja, das können wir hier auch noch machen. Haben die hier alle Strom? Strom? Strom, ja. Strom ist alles da, das ist okay. So, wir müssen natürlich zusehen, dass wir das Ganze hier irgendwie noch verbinden mit der Straße. Brücken, Ziegelbrücke, Tunnel, können wir alles noch bauen. Aber erstmal müssen wir hier ran. Ruhig ein bisschen geschlängelt, habe ich kein Problem mit. Jetzt nicht. Ja, machen wir so. Müssen auch noch die Fleischproduktion auch noch auf Trab bringen. Vielleicht kriegen wir die hier rein, damit wir mehr Zeugs haben. Aber ich denke mal, hier unser neuer Stadtteil kann sich durchaus schon sehen lassen. Ich finde. Ein bisschen dunkel, jetzt mal ganz kurz schneller. Für ein Screening eventuell. Ja, ein bisschen nehmen wir ja was ein, das ist gut. Nicht viel, wahrscheinlich durch den Stromexport. Das läuft ganz gut. Jetzt ist es wieder ein bisschen gesackt. Ja, geht wieder hoch. Es darf jetzt gerne Tag werden. Gerne Tag werden. Aber es wird langsam, ne? Unsere Stadt wächst. Wir brauchen auf jeden Fall noch Kies. Straßenbahn. Na, zugtechnisch müssen wir auch noch was machen.
Immer wieder auf normale Geschwindigkeit. Normalerweise müsste ich jetzt gleich umschalten. Ja, es wird Tag. Für einen Screenshot sieht das einfach besser aus, wenn es beim Tag macht. So. Die Bäume wachsen, das ist auch gut. Das ist in Ordnung. Nochmal für einen schönen Screenie. Ja, vielleicht so. Aber so könnte es ganz gut werden. Machen wir Screen. So, Screenshot erstellt. Kein Problem. Ja, schauen wir mal, was wir nochmal reißen könnten. Eventuell eine Sache vielleicht nochmal schnell bauen. Beziehungsweise nochmal die Leute hier transportieren, dass wir eine Buslinie nochmal bauen. Dann müsste ich aber die Busdinger holen. Hier kann er irgendwie nicht. Pflanzen, verfügbare Ressourcen. Es kommt nichts an, glaube ich. Gefüllt 0%. Stromspannung 0. Gebäude ist ohne Strom. Strom ist da. Aber es kommt nichts an. Haha. Das ist doof. Da müssen wir uns nochmal drum kümmern, da werden wir nochmal was reinsetzen, damit wir hier Strom bekommen. Aber liebe Freunde, das machen wir dann doch erst beim nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben, das sieht doch alles ganz toll aus. Und beim nächsten Mal sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.